So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zuletzt bei Pokémon Schwert und wir machen heute weiter mit dem, ja, Finale quasi hoffentlich. Und zwar den Kampfturm im Doppelkampf. Wir wollen ja noch bis Dilin schaffen und ich habe mein Team gebaut. Zakian, Grandira, Svoltula, Glurak, Dukles und Inteleon sind jetzt neu im Team. Versuche ich zumindest ein bisschen aufzubauen. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen. So, Doppelkampf. Ja. So, also. Glurak rein. Inteleon rein. Grandiras und Zakian. Werden die vier Pokémon sein, mit denen ich versuche, das Finale anzugehen. Es kann heute die letzte Folge sein, ich weiß es noch nicht. Wir schauen einfach mal. Als erstes treffen wir auf diesen Evoli-Trainer. Aber wenn ich meine Evoli-Power einsetze, dann höre ich mich an wie ein echtes Evoli. So, Pokémon Jojo. Und zwar mit Ninja Tom und Castellit. Ninja Tom kennen wir noch nicht, Castellit kennen wir schon. Sollte eigentlich kein Problem sein für uns, die zwei auszuschalten. Aber. So, warte mal, soll ich hier sogar gucken mit dem. So, Hydro-Pumpe. Und dann gehen wir auf Castellit auf jeden Fall mit Inteleon. Aber ich glaube, dass der das irgendwie wegstecken wird. Nein, tut er nicht. Castellit ist down. So, Ninja Tom ist der nächste. Der uns jetzt hoffentlich down geht für den Gegner. Tut er auch. Und damit hat sich das schon mal erledigt. Die ersten zwei unseres Gegners sind. Geschichte! Pixie! Oh Gott, bitte nicht Pixie. Oh, Blubella. Okay. Blubella sollte kein Problem sein. Hoffentlich für Glurak. Das heißt, das muss sehr schnell erledigt werden. Und dann geht's mit Hydro-Pumpe. Nein, und ich gebe Dynamax oder dünner Flut auf Pixie. Nur um dieses Pokémon schon mal down zu kriegen und um den ersten vielleicht schon mal runter zu kriegen. Eigentlich hatte ich fast erwartet, dass heute, bis wir gestern die Folge ausfällt, aber tatsächlich ist sie da. Dass ich einen Tag später reinstarten, liegt doch daran, dass ich in der Fahrschule bin und momentan sehr viel zu tun habe. Beruflich, das heißt, ist schwierig. Ich mache momentan meinen Busführerschein und daher. Es fehlt auch manchmal nicht so viel Zeit. So, jetzt haben wir erstmal dieser Dynaflut auf Pixie. Ah, das ist nicht wahr. So, jetzt geht es erstmal auf jeden Fall auf Regen. Nein, das ist natürlich nicht gut. Ich hätte jetzt fast erwartet, mit, ja, durch den Regen wird der Flammenwurf abgeschwächt. Ja, natürlich. So, Pixie geht auf jeden Fall auf Lichtschild, damit nervt mich das schon mal wieder. Ach Gott, ey. Naja, gucken wir mal. Spezialattacken, Blättertanz, klar. So, das heißt Luftschnitt auf Blubella und die Dynaflut auf Pixie. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen Glück haben. So, Pixie ist schon mal down, das heißt, das nervt mich schon mal nicht rum. Und jetzt hoffe ich, dass Blubella der nächste down geht. Natürlich nicht. Okay, damit ist Inteleon weg. Aber sie dürfte nur noch Blubella haben. So, dann gehe ich auf Grandiras. Ich habe ein bisschen umgebaut, wie gesagt, wenn die gutes Moves hält. Ich habe mich an dem einfachen Kampf so schwer getan. So, dann haben wir hier die Reizseite. Na klar. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt Blubella down nehme. Und das ist auch die Geschichte. Sehr gut, damit haben wir es. Und der erste Kampf besiegt Evoli. Ja, apropos Evoli, danach geht's weiter mit Let's Go, Evoli. So, möchtest du weiterkämpfen? Ja, ich möchte weiterkämpfen. Das ist wahrscheinlich. Und das ist der finale Kampf, liebe Leute. Es könnte tatsächlich sein, dass wir hier heute schon ins Finale gehen. Ja, ich bin wieder da. Ich hoffe, du weißt Challenger Dilion die Ehre und gibst diesen Kampf alles, was du hast.
Partyfrost und Libero. Okay, kein Problem, kriegen wir hin. Ich heb noch meine Dings auf. So, jetzt krieg ich erstmal auf Partyfrost. Und du gehst mit der Aquahobitze auf das Libalo. Mogelhieb. Na klar. Was? Du kannst Elektroball? WTF? Okay, es tut mir aber nicht wirklich weh. So, jetzt mal mit der Aquahobitze auf das Libalo. Down. Sehr gut. Das heißt, du hast der Glubat nicht dabei, oder was? Haha, vergiss es. Überreste, okay? Wo ist jetzt ein Tellion? Nein. Okay. Dann gehe ich mit auf Inferno, auf Pantyfrost. Und ich kann nichts machen. Ja, das war mir fast klar. Du hast gut gemacht. Mein Guru hat so gut ausgeplayt. Gefriertrockner. Ich sag ja, das Ding ist definitiv noch nicht gewonnen. Natürlich! Natürlich won it! Ohne Probleme! Natürlich hast du einen won it, Kaio, du Pitter! Jetzt hast du nicht was klar. Okay, gerade die Rad. Das muss auf jeden Fall dieses Partyfrost muss rausgenommen werden. So. Ableitheap. Ne, Stein. Steinhagel auf jeden Fall drauf. Und du gehst mit Gigantenhieb an. Nein, scheiße. Ich gehe. Na gut, egal. Versuch es gerade. Hoffentlich kriege ich es irgendwie zumindest so schwer angeschlagen. Ah, fast. Okay. Und jetzt hoffe ich, dass der Steinhagel es down kriegt. Jetzt ist es den Schuss da sein. Der Attacker Pantyfrost verfehlt, das ist alles. Na, Mann, das kann doch nicht sein. Okay, Glurak hat eingesetzt. So, dann versuche ich nochmal mit Gigantium auf Pantyfrost zu gehen. Da wird jedenfalls ein Dynamax ziehen, das ist auch nicht fast klar. Da spiele ich Spielchen, spiele ich mit. So, ich hoffe, dass wir es jetzt irgendwie down kriegen. Weil dann machen wir durch heute schon. Jetzt müssen wir gleich nochmal rein. Ich habe 15 Lebenspunkte noch. Ich hoffe, dass ich vor dem Glura rankomme. Ja, so dünner Wurm. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ja, natürlich. Ja, das Problem, ich habe halt beim ersten Mal Pokémon über zwischen Dings gewonnen. Jetzt habe ich falsch. Ich bin sowieso raus. Das Ding hat einen ich hätte vorher angreifen müssen, ich hätte Pantyfrost nehmen müssen. Das Problem ist, dass er alles daneben gekriegt hat. So, jetzt versuche ich den auszukriegen. Aber das wird sowieso nicht werden. Das Glurak geht mich danach sowieso. Pantyfrost kriege ich immer weg, aber das Glurak nicht. Ja, ich bin down. So, dann versuche ich mit der Psycho-Klinge nochmal nachzusitzen. Dieser Feuerflug, das war's. Ach Mann, das kann nicht sein. Okay, so viel zum Thema dazu. Ja, du hast Glück gehabt einfach mit dem Scheiß. So, kämpfen. Warte mal.
Guck mal gerade, Arena-Leiter. Doppelkampf auf jeden Fall. So, er hatte mit Andy, er hatte angefangen mit. Okay. Ich glaube, ich weiß, was er macht, was ich mache. Er hat angefangen mit Inteleon. So, danach hat er Glurakar gehabt. Moment. Hätte, ja gut, der muss ich Inteleon auf jeden Fall halten. Für sowas so. Ich muss diesen. Muss ihn ja irgendwann mal kriegen. So, versuchen wir es nochmal. Ich habe jetzt bewusst ein bisschen die Musik geändert. Oh ja, was ist jetzt Maxax? Das sind zwei neue Pokémon, Maxax und Branawarz, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, er kann ja ein bisschen durchchangen, ne? Er hat ein Glurak-Safe dabei. So, versuchen wir es. Erstmal mit der Santo-Klinge aus, was Max sagt. Ja, jetzt mal klar. Er hat keine. Oh, keine Wirkungsattacke. Ich probiere so mit Regentanz. Ja, klar, das tut mir. Tut seitdem jetzt auf dem Dingsfeld gut. Und wann muss ich den erschießen? Natürlich. So, wollen wir so. Theologe? Okay. Oh ja. Natürlich hat die Attacke verfehlt. Also das ist das Schiff. So, Badewarz kommt. Spielst das Spielchen? Ach, leck mich doch am Arsch. Hör auf mit der Kacke. Boah, Volltreffer natürlich. Ach, komm schon, ey. Das kann doch nicht sein, dass du so einen Lackschatz jedes Mal hast. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin, diese Pokémon von ihm down zu kriegen. Er hat einfach noch Glück, dass er halt die letzte Attacke, die killen würde. Oh, gut, daneben. Oh, gutchen. Kannst ja nichts machen. So, jetzt nehme ich dieses Maxax. Gehen wir hier auf diese Nüsse. Jetzt hat er wieder irgendwie dieses. Spielt ja nur dasselbe. Ey, was soll das Scheiß? Soll der Scheiß? Was triffst du da jedes Mal? Kann nicht sein, dass ich den nicht kriege. Das Maxax, Branawarz überlebt es natürlich. So, das Maxax ist schon mal down. Das ist das Wichtigste. So, aber er hat noch seine zwei und ich habe noch ein Pokémon. Aber weil er jedes Mal. Ich kann ja noch einen Lunchshot treffen. Ich könnte seinen Steinhagel einsetzen müssen. Ich verliere das Ding sowieso wieder. Magensäfte.
Natürlich. Machen noch einen Volltreffer draus. Nein. Also ich krieg die Leben tatsächlich in diesem Doppelkampf nicht besiegt. Regelmäßig gehen mir meine Pokémon down. Er hat einfach Glück, dass er jedes Mal mit einem Volltreffer oder sonst irgendwas mit einem Luckshot meine Pokémon down kriegt. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Ich muss den auch immer mal besiegen. Ja, ich habe natürlich wieder verloren. Du bist ja schlecht. Oh, gib mir so einen Sack. Kann doch nicht sein, dass ich den nicht kriege. Ja, versuchen wir es nochmal. So, komm. Letzter Versuch für heute. Das wäre nämlich jetzt der dritte. So, ich setze Max Sachs ein und hab und den. Ich hab immer das Pech, dass ich den gleich. Egal was ich ansetzen kann, der kontert mich im ersten Versuch aus. So, weg damit. Steinhagel drauf. Und du gehst auf Eisenschädel auf Max Sachs. Komm. Ach komm schon, ey. Das ist nicht wahr, das kannst du nicht. Und dann die Breitseite. Pass auf, jetzt haut ihr mir das erste Team auch wieder weg. So, zumindest trifft der Steinhagel auf beides. Aber es sieht nicht das an, was ich gerne hätte. So, jetzt gehe ich mal auf die Breitseite. Und du bist versucht, jetzt hoffe ich, dass du mit deiner Hydro-Bombe triffst, mein Digga. Komm. Pff, was für ein Schrott, Alter. Ja, Nier hat schon ja einen Volltreffer gelandet. Und deiner, ja. Ich habe eher das Gefühl, dass er dass das Spiel mich gerade hasst. So, jetzt weg mit diesem scheiß Viech da. Tschüss, Hoppe. So, also lieber Lo. Ich habe meinen Vorzeige. Er hat immer genau das gleiche, war immer dasselbe Gute, dass ich. Also das war jetzt immer den Vorteil. Jetzt genug abschneiden, okay. Kalt. Max Sachs. Dina fühle ich, wie das Glurak jetzt mal rausnehmen lassen kann. Also wenn ihr das für mich schon mal weg hat, dann haben wir keinen Vorteil. Komm schon, ey, das kann doch nicht sein, dass ich den nicht besiege. Dünnerwall, natürlich bist du Dünnerwall. Oh, Max, was jetzt? Das ist nicht wahr, was kriegst du denn da für Lackschutz hier? Ey, du kriegst so viel Glück mit deiner Scheißattacke. Ding, ding! Attacke darf nicht treffen! Ja, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Och, gehst du mir auf den Piss, Alter? Dass ich dich nicht besiege, egal mit was. Du hast so viel Glück jedes Mal. So viel Dusel. Kein Bock mehr, das kann doch sein. Ich muss jetzt Typen besiegen. Nein, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich krieg ihn nicht down. Ich krieg den Pisser nicht down, Mann. Schade, dass du schon wieder nicht verloren, ich schon wieder nicht gewonnen hast. Bla bla bla. Oh, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht. Ich krieg ihn nicht bezwungen. Er hat einfach ein Glück ohne Ende. Er hat einfach so viel Scheiß Luck.
So. Dann machen wir was anderes. Wieso? Habe ich irgendwie noch einen Max-Sax oder so? Noch nicht haben in seinem Leben, ey. So, versuchen wir es, komm. Wie kann die das nicht runter? Irgendwas Schönes, was ihm weh tun kann. So, versuchen wir es nochmal. Na, aber nicht heute mehr. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird noch. So, haben wir nicht irgendwie Blizzard oder so was drin, da allerdings? Nein, ne? Den Brühe hat 90er Stärke, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht trifft, ist sehr hoch. Ich hoffe, dass ich noch eine Eisattacke für das für Talion habe. So, ein bisschen.